Hallihallo, Hallöle und willkommen bei einem neuen Video. Wie sang Mireille Mathieu 1962 auf einer Abrisskugel reitend? Oops, I did it again. Und genau das ist passiert. Ich habe bestellt bei den zwei großen asiatischen Herstellern. Der eine mit T, der andere mit A. Klar, was gemeint ist. Und es kamen zwei Riesenpakete und nachdem jetzt die, ja, die erste Euphorie sich gelegt hat, packe ich jetzt mal einen Teil von dem Ganzen aus. Also das ist wirklich absoluter Wahnsinn, was hier angekommen ist. Ich habe da Sachen bestellt, wo ich gedacht habe, okay, für den Preis, aber egal. Kommt alles in irgendwelchen Videos demnächst. Ich werde jetzt erstmal raushauen und wollte anfangen mit ein paar, mit einem, sonst wird das ewig dauern, ein paar Messer, die jetzt in einem der Pakete dabei waren. Und zwar, ja, fange ich mal mit einem super günstigen an. Und das sieht so aus. Die Firma Artisan oder Artisan, keine Ahnung, Artisan. So. Ja. Und so schaut das Teilchen aus. Ich muss sagen, hier die Scheide. Klar, Plastik, Kunststoff. Hier vorne schön noch ein bisschen strukturiert. Hier auch. Messer an sich sieht so aus. Klar, wie gesagt, jetzt sind alles irgendwie in dem Bereich Automesser, Mora. Ja, ich sag mal keine Klone, aber es geht alles so in den Bereich ein bisschen. Ja. Das hier muss ich sagen, der Griff hier hinten mit diesem etwas dickeren, man rutscht nicht ab. Der Griff ist komplett gummiert. Hier vorne auch mit so einer Fingerrille drin, wer es mag. Ja. Firma, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Man sieht auch am Griff, wenn man jetzt genauer hinguckt, ja, hier sind überall noch so kleine Überstände von dem Gummi oder von der Gummierung. Hier sind auch so, ja, also das ist nicht ganz sauber hier auch gearbeitet. Ja. Aber das Messer kostet 5 Euro oder ich habe dafür bezahlt, inklusive Porto und allem drum und dran, 5,98 Euro. So, ja, also schneiden tut's auch. So, und da muss ich sagen, für das Geld ist schon der Hammer. So, da hätten wir Messer Nummer 1. Artisan. So. Und bevor ich es vergesse und bevor nachher nochmal irgendwie ich anfangen muss, hier rumzuschneiden. Die Münze des Tages. Und zwar ist das eine Münze von Tulu, dem, ja, Wesen aus den Geschichten oder dem Zerstörer oder dem, ja, von Lovecraft. Kann man sich jederzeit mal wieder reintun. Den HP kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. So, und das Feuerzeug des Tages bin ich jetzt mal ganz, ganz simpel. Ja, passt wie Arsch auf Eimer. Der Spruch passt auch. Hab mehrere davon, gibt es in 1000 Ausführungen, kann man an jeder Tanke eigentlich kaufen. Ein Clipper-Feuerzeug. Und ich finde die eigentlich gut, weil A, man kann sie nachladen. Also, und B, wenn man jetzt so ein, oder habe ich in meinen Mini-EDCs in diesen Altholzdöschen oder so mal reingemacht. Ja, man kann auch, wenn man keinen Platz hat, das Teil hier rausnehmen und hat dann ja so einen kleinen. Und die gibt es auch separat zu bestellen, soweit ich weiß. Klar, muss es ja. Und damit kann man dann auch schon ja ein bisschen was anfangen, sage ich mal. Gut. So viel dazu. Kommen wir weiter zu unseren Messern. Und zwar hätte ich dann ein, also die Bezeichnung des Ganzen war, Moment, Feldfleischermesser, vielseitiger Schneidemaschine, Outdoor. Ja, das ist es. Feldfleischermesser, vielseitiger Schneidemaschine, Outdoor. So. Und so sieht das Ganze aus. Das habe ich schon gehört. Ja, okay. Sitzt also nicht ganz fest, aber da kann man ja Abhilfe schaffen, sage ich mal. Ansonsten, jetzt mal rein von der Optik her,
Griff gab es dann auch noch in Rot, in Orange, in keine Ahnung was. So, fangen wir ganz vorne an, der Kompass. So, dafür muss ich das Messer natürlich erstmal rausnehmen. Und dann zeigt er mir einwandfrei Norden an. Kein Problem. So, Scheide aus Kunststoff. Hier hinten haben wir einen mittleren Schleifstein. Und hier haben wir den Clip, der aus Metall ist. Ja, der ist hier vorne verschraubt. Der Schleifstein auch verschraubt. Macht im Prinzip so einen ganz wertigen Eindruck. Das Messer sieht so aus. Ja, Signalpfeife an der Handschlaufe. Ja. Im Griff ausziehbar. Kleiner Feuerstahl mit dabei. Und am Messer, weil die Klinge, wie man sieht, schön schwarz eloxiert. Ich glaube, die gab es auch nur so. Ist hier oben Feuerzeichen. Extra nochmal ein Teil abgeschliffen, um dann den Feuerstahl auch anzureißen. So, und hier vorne haben wir relativ grobe Jimpings drin, die allerdings nicht scharfkantig sind, sondern mit denen man wahrscheinlich auch dann richtig gut arbeiten kann. Der Griff ist gummiert. Das ist der Unterschied. Hier Kunststoff. Aber hier der Griff, das ist so ein ganz, ja, Gummi. Ein gummierter Griff mit, ja, vom Griff her, vom Halten her, von der Größe her, absolut Mora-Design. Und dieses Feldfleischermesser, Schneidemaschine, hatte einen Preis von 13,78 €. Auch schon der Hammer. So, halten wir uns nicht allzu lange auf. Ich hab noch welche. Ja. Das nächste war ein Kingbird, so heißt die Firma. Der Königsvogel, Kingbird Hunting Knife. Und das sieht so aus. So, dann muss ich schon mal gleich dazu sagen, die Scheide ist ja so ein Cordura, aber ja, was mit Druckknopfverschluss gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht. So, und das Messer, Hunting Knife, ja, man sieht's, hat diese. Ich habe es mir bestellt wegen der Klingenform, ja. Diese Bowie oder beziehungsweise diese Clip-Point-Klinge gefällt mir richtig gut. Hier auch schöne kleine Jimpings drauf. Vom Griff her auch Kunststoff mit den grauen gummierten Auflagen drauf. Hier ist ein Loch drin. Vielleicht sollte da irgendwann mal Markenname, keine Ahnung was. Ne? Loch für die Handschlaufe ist dabei. Und ich muss sagen, durch diese Einkerbungen, es liegt wirklich gut in der Hand, wenn man es so normal nimmt. Ne? Die Jimpings sind okay, die sind nicht scharfkantig, passt alles. Schärfe, klar. Also, ja, schneidet einwandfrei, ist schön scharf. Messer okay, würde ich sagen. So rein von der Optik und von der Haptik her. Was mir hier nicht gefällt, ist diese Scheide. Ja. Wir reden jetzt hier von einem Preis, das Kingbird Hunting Knife 12,98 €. 12,98 €. Ja, da muss man hier auch. Ja, das da ist. Also wie gesagt, das Messer an sich macht einen guten Eindruck oder sieht schön aus. Die Scheide ist für den Müll. So, ganz einfach. Gut, dann noch eins weiter. Und noch eine Preisklasse höher. Haben wir hier ein Messer der Firma Huang Fu. So. Und das Ganze sieht dann so aus. Und das ist, ja, also das hier ist jetzt alles so im
mehr oder weniger Mora-Style, sage ich mal. Das hier sieht schon wieder ganz anders aus. Hier haben wir ein Tragesystem für einen Gürtel. Verschiebbar, kann man hier aufmachen. Und mit Druckknopf. Sieht recht gut aus. Was ich jetzt schon mal gerade höre ist, ja, das, ja, also es sitzt zwar fest hier drin, muss man sagen, aber es wackelt ein bisschen. Gut, kann man natürlich auch Abhilfe schaffen, aber so, gucken wir uns mal das Messer an. So sieht das Ganze aus. Firma Huang Fu. Ich muss auch sagen, das hier ist jetzt schon wieder ein richtiger Klopper im Gegensatz zu den anderen dreien, allein vom Gewicht her. Also, ja, das ist einiges. Zum Stahl, keine Ahnung. Hat auch nichts dabei gestanden. Das ist immer so, ja, alles ein bisschen komisch umschrieben. Die Griffe. Das hier ist Kunststoff. Das ist kein G10. Das ist irgendwas anderes. Die Griffe aufgeschraubt. Und das hier hat so ein bisschen Carbon-Optik, das Ganze. Die Kunststoff- oder Plastikhülle hat aber auch nur, wie gesagt, diese Carbon-Optik außen. Wenn man innen guckt, ist eine ganz einfache Plastikhülle. Ja, was soll ich da jetzt noch sagen? Es ist preismäßig lag das Ganze bei über 20 Euro. 21,98 um genau zu sein. Ja, und wir haben hier, wie gesagt, ein schweres Messer. Hier hinten auch mit diesem Fingeraussparung, die allerdings ein bisschen klein ist. Also da kommt man schon so ein bisschen auch in die Klinge rein, sage ich mal. Jetzt rein vom Schnitt her. Sind natürlich keine Wünsche offen. Schneidet wirklich anständig. Ja. Klar, kann man es mitnehmen, klar. Beim Thema Griff muss ich sagen, ich habe jetzt so, ja, keine Riesenpranken, ja, aber auch nicht die kleinsten Hände. Und wenn ich das Teil jetzt hier so in die Hand nehme, muss ich sagen, es drückt. Es drückt hier vorne, ja, und es drückt auch hier hinten ein bisschen. Wie gesagt, das ist vielleicht alles eine kleinere Ausführung. Auch hier, wie gesagt, mit dieser Rille für die Feinarbeiten, kommt man direkt hier an die Kante von dieser scharfen Klinge. Ich weiß nicht, wie weit man damit arbeitet. Und auch so muss ich sagen, wenn man es in der Hand hält und damit arbeiten wird, habe ich hier mindestens mal 3 Druckstellen. Das fängt hier oben an, weil der Rücken oder beziehungsweise der Griff hier oben aus den Griffschalen rausguckt. Hier unten, wie gesagt, und hier auch. Optisch mit Sicherheit schön, ja. Praktisch, nee, eher nicht. So, also dann würde ich wirklich, wenn ich jetzt die Auswahl hätte und müsste eins von denen jetzt mitnehmen, oder sollte eins von denen mitnehmen, würde ich fast sagen, wäre ja, die vielseitige Schneidemaschine meine Wahl. Zum Abschluss noch eine kleine Krönung. War auch mit dem Päckchen mit dabei und hat mich dann doch geflasht, gewundert, keine Ahnung. Das war das hier. Und zwar habe ich das Teil bestellt. Military Green Blade heißt es, oder hat es geheißen. Ich weiß nicht, ob es noch gibt. Und das sieht so aus. Kommt einem irgendwie bekannt vor, ne? Gibt da eine Firma, die stellt so ähnliche her. So, also ganz im Ernst. Könnten wir auch gleich das Logo draufdrucken von Benchmade und dann wäre man fertig. Ich muss auch sagen, von der Verarbeitung her ist es nicht mal schlecht. Vom Schnitt her ist es wirklich gut. Es ist brutal scharf. Es, ja, ist eigentlich gut verarbeitet. Access Lock. Ja, ist auch relativ sicher. Und preistechnisch waren wir hier bei 4,79 €. Also ganz im Ernst, da habe ich sogar ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, wer stellt sowas her, wer macht sowas?
Der Stefan hatte mir da, glaube ich, mal einen Link angehangen mit Fabrikation, Messerfabrikation China. Interessantes Video. Wenn ich den nochmal finde, gucke ich, dass ich den auch anhänge. Aber ja, also für unter 5 Euro dieses Messer, ich meine, wir wissen, was das Originale kostet von Benchmade, ist das doch schon wirklich brutal. So, und das heißt eigentlich, wenn ich jetzt rausgehen will und sage, ich muss jetzt ein Schneidewerkzeug dabei haben und was zum Schnitzen, würde rein theoretisch reichen. Ich käme unter 10 Euro so hin, dann hätte ich ein feststehendes Messer und noch einen kleinen Folder, ja, als Backup dabei. Oder ich gehe hin und sage, ich, also wie gesagt, unter 10 Euro, die zwei zusammen. Oder ich würde sagen, okay, ich gehe hin und investiere etwas mehr und dann wäre ich bei unter 20 Euro und hätte dann die zwei dabei und das wäre vollkommen ausreichend. Ja. Ob man, wie gesagt, ich habe jetzt noch etliche Sachen bestellt oder beziehungsweise hatte noch etliche Sachen bestellt. Ich habe hier noch einiges rumliegen, auch so Outdoor-Sachen, Kleinigkeiten, Outdoor-Material, Taschen und so. Ja, wird noch einige Videos geben, aber ich will jetzt nicht komplett in diese Ali-T-Maschine rein krachen. Deswegen, das nächste Video, was ich mache, wird mal nochmal ein richtig schöner Folder. Der ist auch angekommen. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen oder hat was gebracht beim Reinschauen. Danke dafür und wie immer, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Dann bis die Tage. Ciao.